Thibaut Courtois. Ich will mit Real Madrid unbedingt die Champions League gewinnen, das ist mein Traum. Und Kepa Arrizabalaga. Ich denke überhaupt nicht an meine Rekordablöse. Sind nicht die einzigen beiden Keeper, die auf dem Transfermarkt für Furore sorgen. Es ist bisher der Sommer der spektakulären Torwart-Deals. Den Anfang macht Gianluigi Buffon. Im Alter von stattlichen 40 Jahren wechselt die Juve-Legende Anfang Juli zu Paris Saint-Germain. Ein Zweijahresvertrag soll ihm endlich den bisher fehlenden Champions-League-Sieg ermöglichen. Der Weltmeister von 2006 kostet zwar keine Ablöse, ist aber der erste spektakuläre Torwarttransfer des Sommers. Es folgt Alisson Becker. Der brasilianische Nationaltorwart wechselt für die Rekordsumme von 62,5 Millionen Euro von der Roma nach Liverpool. Dort soll er den Deutschen Loris Karius als Nummer 1 beerben. Seine Ablöse-Bestmarke hält allerdings nicht lange. Denn kurz vor Ende des Transferfensters der Premier League knackt er den Rekord von Becker. Kepa Arrizabalaga wechselt für die bisher nie dagewesene Summe von 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Chelsea. Ach, das ist einfach nur ein Preis. Darüber denke ich gar nicht nach. Ich werde ich selbst sein, so wie immer. Und ich werde versuchen, mein Bestes für den Club zu geben. Kepa ist damit der teuerste Keeper aller Zeiten. Seine Verpflichtung sorgt für den Abgang des bisherigen Schlussmannes, der Blues. Thibaut Courtois heuert nämlich für vergleichsweise günstige 35 Millionen Euro bei Real Madrid an. Nach 4 Jahren London ist der Belgier damit zurück in der spanischen Hauptstadt, wo er einst für Atletico spielte, obwohl sein Herz schon immer für den anderen Madrider Club schlug. Ich hatte ein Iker Casillas-Shirt, als Real 2002 in der Champions League gegen Anderlecht gespielt hat. Damals war ich gerade 10 Jahre alt. Als ich gehört habe, dass Real an mir interessiert ist, wollte ich zweifellos sofort hierher wechseln. Ob Courtois, Kepa, Becker oder Buffon, bisher sind die Torhüter die großen Stars auf dem Transfermarkt.